Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuergrün. Hier im Pokémon Center haben wir die Pokémon geheilt. Und schauen uns jetzt nochmal den Eintrag von Glutexo an. Das Ergebnis eines Experiments überbezahlter Wissenschaftler. Man hat versucht, einen T-Rex mit einem Flammenwerfer zu kombinieren. Oh, was ist, sagen sie dann erst im Urak? Ja, wir sind in Mega Groß City und gehen jetzt mal zu Mount Kesmi. Und gucken mal, was bei dem... Ja... Das ist immer noch nicht lustiger. Was ist denn das da eigentlich für ein... Ja, ich will das Legend-Pokémon. Hey, du siehst aus wie ein talentierter Trainer. Ich habe von einem Drachen-Pokémon gehört auf dem Gipfel dieses Berges. Das habe ich total falsch rumgelesen. Vielleicht solltest du mal vorbeischauen. Dann tun wir das mal. Das sind wieder unsere kleinen Kleinsteins. Haha. das willst du nicht. Die Frage ist, ob man da jetzt überhaupt schon eine Chance gegeben hat. Uff, Weg. Den habe ich nicht mehr im Kopf. Oh mein Gott, ist genau ein KP. Yay. Also jetzt wird's ab. Oh, lol. Schön, wenn man den Weg weiß. Und Level 17, da wenigstens das geht. Okay, dann ist runter. Ich würde gerne hoch, aber ich weiß gar nicht, habe ich noch irgendwas an Schutz? Wir haben da einen super Schutz. Nehmen wir mal den hier. Und schauen uns mal hier hinten um. Da war nix. Da oben war aber auch nix, oder? Ach, ich bin so blöd wie sonst was. Ne. Hier noch. Ach, natürlich wirkt der Schutz nicht mehr. Ach, komm, ist heute fehl ich echt. Was geht denn heute ab mit mir? Da ist die Leiter nach oben. Okay. Da liegt noch. Was? Waren wir hier mit Maike? Ich bin mir nicht sicher. Aber anscheinend nicht. Superball, Sonderbonbon und Hyperball. Ja komm, jetzt kann Glutexo fressen. Was? Nein. Jetzt noch höher. Oh Gott. Da geht's noch mal eins höher. Kesmi-Gipfel. Da war das fette Vieh, ja. Moment, ich speichere es mal. Müssen wir dazu jetzt eigentlich den Super-Meisterball benutzen? Geräusch. Wo bin ich? Oh, hallo Jana. Maike, hinter dir.
Fliegertreppe. Okay, langsam. Ganz langsam. Oh, die arme Maike. Ich hau lieber ab. Nein! Oh, Manu. Ich glaube, sie möchte nicht mehr mit Rayquaza kuscheln. Oh. Arme Maike! Das ist gemein! Tja, die liebe Maike hat halt keine Pokémon mehr. Das heißt, wir dürfen uns jetzt auch übrig behalten. Und abwärts. Ich würde mich gerne nochmal mit dem anderen Kerl hier reden, der am Eingang steht. Das wird aber von einem Zubat Level 7 verhindert. Das waren wir eben. Ich guck gerade mal auf die Karte. Ob ich da hin will. Dazu müssten wir aber doch durch diesen blöden Tunnel wieder zurückgehen. Ja, dabei leveln wir. Ansonsten würde ich wahrscheinlich offscreen durchlaufen. Und komm. Na, Zubat. Geben nicht mehr irgendwie XP viel. Die nerven einfach nur. Wenn ich jetzt im Kreis laufe, lasse ich es. Oh, come on. Ich mag keine kleinen Steine. Was zum Teufel tue ich hier eigentlich? Ja, komm. Ich komme nicht voran bei Zubat. Ich will aber jetzt keinen Schutz einsetzen. Zwingt mich nicht dazu. Jetzt sind wir ja schon wieder hier. Okay. Ich lasse es. Es wird mir gerade zu blöd. So, anderen Weg gibt es hier, glaube ich, nicht mehr. Nee, will jetzt nicht da durchlaufen. Bin faul. Wir gehen zurück. Nach Knoblauchheim. Vielleicht, wenn wir die VM Fliegen finden würden. Das wäre vielleicht sinnvoll. Dann könnten wir nochmal hinfliegen und schauen, ob es da was Neues gibt. Ansonsten halt nicht. Ach, die arme Maike. So. Das heißt, wir gehen jetzt heilen.
wir jetzt eigentlich hier? Nintendo GameCube. Letztens ja nochmal die ganzen anderen Parts durchgeschaut. So. Ich glaube aber hier nehme ich nochmal einen Schutz. Damit wir rechtzeitig da durchkommen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimme die Schwimmen, schwimmen. Ah, wo muss ich denn jetzt hin? So. Jetzt kommt wieder das beste Eisrätsel ever. Ja, komm her. War noch gar nicht hier, oder? Oh, verdammt, wo war denn das? Jetzt denken... Ja, was mache ich denn gerade? Ja, ich mache es mal offscreen weiter und suche nochmal den richtigen Eingang. Bis gleich.